Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Valheim. Und ich habe wieder hohen Besuch mit dabei. Ja. Ja. So, dann wollen wir mal weitermachen, wo wir das letzte Mal aufgehört hatten. Damit du jetzt weißt, wo ich jetzt hingehe, ich gehe jetzt hier oben durch dieses kleine Portal hier, ne? Und verschwinde. Miau. Tschüss. Neugier? Ja. Ja, ich habe jetzt hier schon... Oh, 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 wir stehen aufeinander. Das habe ich... Ich wollte gerade sagen, sei vorsichtig, weil das habe ich ja nur gerade irgendwie so in Sicherheit gebracht. Ich habe hier noch nichts gemacht oder so. Und ich muss mir hier noch eine super Stelle aussuchen. Der uralte ist, hier vorne ist die Stätte. Und da haben wir auch schon den ersten Zwerg, der kommen will. Na dann, komm mal. Gib besser mal einen Knöppel und dann passt das. Bei mir ist er gerade verschwunden. Ja, weil ich ihn weggeknallt habe. Ja, wie gesagt, keine Ahnung, ob ich das Ding jetzt hier benutze oder nicht, aber irgendwie auch nicht, weil wir können ja nicht mit Steinen bauen und ich muss mir hier noch eine Stelle aussuchen. Und das Boot steht ja auch noch irgendwo. Deswegen weiß ich noch nicht, wo ich mich jetzt hier niederlasse. Hast du Ideen? Nö. Das ist schlecht, wenn du auch keine Ideen hast. Sollte mal was essen. Das wäre vom Vorteil. Noch ist Tag. Also ich will nicht zu weit weg, ich will aber auch nicht zu nah dran. Und oh, hier sind Blaubeeren. Blau, 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 blühen die Blaubeeren. Möchtest du denn gleich mitnehmen? Oder möchtest du hiermit noch ein bisschen umgucken? Hm. Was eine Höhle, warst du da schon drin? Ich war hier noch nirgendwo drinne. Entschuldigung. Ich war hier noch nirgendwo drinne. So. Vielleicht kann man erstmal das Blätter machen. Na gut, dann. Einmal drauf gekloppt und fertig ist. Vielleicht hier so. Ja, aber dann hast du hier die ganze Zeit die Skelette, ne? Ne, die spawnen auch immer wieder nach, nachts und so. Und irgendwann haben wir dann halt auch kein Feuer mehr, was die dann abhält. Wobei, man muss dann halt auch sehr viel Feuer setzen, damit das wirklich funktioniert. Jetzt gehen wir schon wieder eine Grabkammer plündern hier. Ja, du bist du schuld. Du hältst mich gerade auf hier, voll schlimm. Du bist schuld. Okay. Du wolltest doch auch da rein. Ja, doch zu. Ja, ich brauch Würfel. Ist da so immer an die Unschuldigen abwälzen. Ja, ich brauch Würfel. Du hast den Rubin übersehen. Ja, den habe ich jetzt natürlich schon mitgenommen. Auf Stinklaune aus hier. Ja. Schieb dich einfach weg so. Siehst du hier? Nimm mal Schild und dann schiebe ich dich einfach beiseite und dann gehe ich weiter. Ja, brauche ich wenigstens nicht selbst laufen. Von ein Geist greift mich an. So. Ich habe den gar nicht wahrgenommen. Ich ignoriere die mittlerweile. Das sind so kleinere Gegner. Noch Bernstein übersehen. Ja, weil ich hier auch Skelette mache. Nee, 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 nee. Du hast einen Rubin übersehen. Du hast Würfel übersehen. Weil ich hier vielleicht auch Skelette gemacht habe. Du. Du Maus, du. Du schlimmes Maus, du. Ich wollte mal so sein wie du. Nee, das willst du hoffentlich nicht. Brauchst du nicht mehr reingehen. Du hast da alles übersehen. Ah ja. Ja, dann guck ich lieber nochmal nicht, dass du noch was übersiehst. Ne? Und so? Lässt du dich jetzt wirklich jedes Mal von mir schieben hier? Noch ein Spawner.
Böser Knochenhaufen. Da liegen einfach Skelette. Oh, Alter, sind hier viele. Oh, ich kann wieder ganz viele Portale bauen, Mausi. Kann man das Schild nicht einfach... Was denn? Schreck mich mal, das Skelett. Ach so. Das Schild hätte ich gerne mitgenommen. Kann man das nicht von der Wand reißen? Ich habe keinen Platz mehr. Ja, was machst du denn da hinten auch? Wie liegen deine Hoffnungen und Träume, Schatzi? Kannst du die mal aufheben? Meine Hoffnungen und Träume liegen da. Ich will gar nicht wissen, was meine Hoffnungen und Träume sind. Was hast du denn da hingelegt? Ein Skelett-Trophäe, aha. Das sind also meine Hoffnungen und Rubine übersehen, ne? Mach dein Messerchen nicht kaputt. Lauf, Mausi, lauf, 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 lauf. Schneller, schneller, schneller. Ah! Falsche Richtung. Da waren wir auch schon drin. Jo. Geh nach Hause. Ich geh nach Hause. Ich hab keinen Bock mehr. Ich spiel nicht mehr mit dir, oder was? Wir hatten... Bau doch einfach da in der Nähe des Turms, dann werden wir Steinchen kriegen, dann kannst du den ausbauen. Ja, aber ich will ihn ja schon vorher ausbauen und nicht erst nachher. Da muss ein bisschen was rein. Oh, falsche Richtung. Ah, jetzt wird es auch noch mittlerweile Nacht. Jetzt muss ich sowieso wieder nach Hause, weil jetzt bin ich schon wieder vollgemüllt hier. Denn du bist schuld. Ja, aber weißt du, wie ich das jetzt machen werde? Ich werde jetzt einfach das Schiff nehmen und das Schiff schon mal nach Hause fahren. Das wäre doch schon mal was. Okay. Einmal nach Hause segeln. Ich bin schon zu Hause. Naja, immer diese faulen Mausis. Gemeins gut. Die lassen sich immer teleportieren. Nee, gemeins aber... Gut. Ach Quatsch, warum Gemeinsguss? Wollen wir jetzt erstmal nach Hause segeln? Ich weiß doch, dass das Boot nichts für dich ist. Ach guck mal, da ist noch ein Spawner, den müssen wir auch nochmal wegmachen. Wir wollen ja hier keinen unbekannten Besuch haben. So, komm mal her hier. Also das mit dem Uppercut ist noch nicht so meins. Ich glaube, ich schlag nur ganz normal drauf zu. So. Weiter in die Richtung. Wir müssen wieder zum Wasser. Problem ist, ich hoffe, dass ich mit genug Ausdauer dahin komme. Ah, ja. Es wird Nacht und schon spawnen die alle hier. So, wer will nochmal? Wer hat noch nicht? Du auch? So, du auch? Komm her hier. Ein auf vergifteter Turtle kann immer noch kämpfen hier. Waren wir hier schon mal dran? Nee, nehmen wir auch nochmal alles mit. Noch einer. Jetzt reicht's aber hier. Ja, ich hab 34 Springen. Und ich sehe schon das Wasser. Und nochmal Blaubeeren. Blaubeeren muss ich nochmal umdrehen. Ah, konnte ich nicht schnell genug ziehen. Nein, du machst die Blaubeeren kaputt. Komm raus da. Jetzt nicht abhauen, du Berserker, du. Da gibt's gleich einen auf den Dötsch hier. Auf den Nischel. So verdient.
So, können wir hier mal kurz uns schleichend und dann mal kurz markieren hier. So, ganz schnell Blaubeeren hingekritzelt. Riecht doch noch irgendwas Löwenzahn. Achso, ich habe keinen Platz mehr im Inventar. Ja, das könnte vieles bedeuten, ne? So, wo ist denn jetzt mein Schiff? Okay. Hm? Ich sehe mein Schiff nicht. Das kann doch nicht kaputt sein. Nicht schon wieder ein Schiff verloren. Das habe ich doch hier irgendwo. Ne, ich habe das da drüben eher geparkt. Muss noch weiter in die Richtung. Das ist noch nicht kaputt. Bitte lass es nicht schon wieder kaputt sein. Man kann ja schon mal üben hier beim Schwimmen. Ah, kurz Ausdauer, ein bisschen cheaten und so, ne? Kann man ein bisschen mehr schwimmen. Auch das müssen wir ein bisschen hochskillen. Aha, da hinten sind schon wieder Gegner. Na, dann kloppen wir sie doch mal. Aber diesmal nämlich den großen. So, meine Kollegen. Kollege Grauzwerg und Kleinzwerg und so. Ich bin der Turtle. Ich habe hier so einen fetten Hammer und der haut euch jeden mal ein bisschen um die Ohren. Was haltet ihr davon? Nicht gut? Warum nicht? Warum findet ihr das nicht gut? Was? Hm? Was hast du jetzt gesagt? Ja, zu dem Grauzwerg. Achso. Ihr wollt mich hauen. Und jetzt hast du ihn zuerst gehauen. Schämst du dich nicht? Nee, ich bin vor ihm abgehauen. Hab die Tür zugemacht. Okay. Denk dran, die hauen aber irgendwann gegen die Tür, ne? Dazu sind die zu blöd. Achso. Dazu sind die zu blöd. Ah, ich sehe meine kleinen, mein kleines Schalalaluppi. Schalalalalup. Nicht heilen. Heilen hilft nicht, Kollege. Gib dein Zeug her. Und Ruhe in Frieden. Du auch? Die hau ich doch auch noch meinen Hammer um die Ohren hier. So, du willst auch? Ja, hier wird keiner benachteiligt. Komm her. Hier kriegt jeder seinen Hammer der Gerechtigkeit. Hab ihn extra eingepackt für euch. Oh, ich hoffe, es gibt später einen besseren Hammer. Hammer macht voll Laune. Das war jetzt ein bisschen doof. Warte, so. Mal Ausdauer laden. Dann einmal rüberschwemmen. Was war das für ein süßer Nieser, Mausi? Der gehört verboten. Wieso? Ja, der gehört verboten. Entschuldigung. Halt! Einmal auf die Leiter hier. Das Ruder nehmen. Bisschen rumrudern hier. Ah, totaler Gegenwind. Ah, komm. Einmal rum hier. Wir wollen ja wieder nach Haus. Das bringt halt so nichts. Wir haben voll den Gegenwind. Rückenwind wäre ganz cool. Ah. Kommt nicht gut an, oder? Selbst wenn ich volle Segel gebe. Ah, doch.
Ein bisschen drehen und dann passt das. Ah doch, wir kriegen Rückenwind. Sehr gut. Ich komme nach Hause, Mausi. Ja. Na, irgendwann muss ich noch ein Leuchttürmchen für dich bauen. So, mein Heim leuchtet wieder. Ja gut, das habe ich jetzt nicht nachgesetzt. Das war mir denn zu viel Arbeit. Aber du müsstest eigentlich noch genug Harz haben. Ja. Ui, das ist Pumba. Bring die Sau um. So, dann wollen wir mal gucken hier. Dum-di-dum-di-dum-dum-dum. Bist du denn weit weg? Ja, guck mal auf die Karte. Also müsstest du mich ja eigentlich auf der Karte sehen können. Musst du ordentlich rausscrollen. Alter, jetzt wird's auch noch neblig hier. Das geht. Nebel auf See! Das Haus am See. Das Haus am See willst du haben? Alter, ich sehe aber gar nichts durch den Nebel, ey. Das Haus am See habe ich in Frage. Achso. Wir sind aber nicht im Fallout-Universum, wir sind im Valhalla-Universum. Nee, eigentlich wollen wir ja nach dem Valhalla eingelassen werden, deswegen müssen wir... Was? Nix, wir wollen nach Valhalla eingeholt werden. Ja. Edelstein? Edelstein. Edelsteintruhe? Geld. Ah. Weil die machst du ja größtenteilig, also die Edelsteine, die Bärensteine, die kleinen Bärensteine, die können wir ja verkaufen, ja? Und machen die denn zu Geld? Geld, Geld. Na, Tag 160. Und ich bin noch auf hoher See. Fischis! Oh, Alter, das gibt aber auch große Fische, wa? Ja. Ich hab einmal richtig gefangen mit der Hand, haha! Ja, aber leider fährst du ja nicht mehr mit mir. Nee. Ich fahr dir zu, sympathisch. Ja, so wie ich letztens vernommen habe, hast du selber gesagt, dass dir schlecht wurde beim Fahren. Ja, ja. Ach, Quatsch. Mir wird doch nicht schlecht beim Fahren. Ich hoffe nur, dass ich das später bei, wenn ich selber fahre, nicht habe. Wieso nicht, dass ich jedes Mal, wenn ich Auto fahren will, eine Reisetablette schlucken muss. Ach so, so meinst du das? Du redest von Real Life. Ich dachte jetzt, du wolltest ein Boot haben. Nee. Können wir uns aufs Spiel beschränken, Mausi? Das irritiert sonst. Irgendwas, dass ich mit dir Smalltalk betreibe. Smalltalk? So nennt man das heutzutage? Weil willst du sagen Trash Talk? Ja, Trash Talk ist doch viel besser. Oder Dirty Talk. Wir können auch Hundetalk sprechen. Nee, Hundetalk, das ist nicht so meine Sprache. Schöner Sonnenaufgang. Ja, Luni lässt es gut gehen gerade. Ah ja. Ich habe mir vor der Aufnahme eine Wärmflasche gemacht, da liegt sie jetzt auch drauf. Ah. Ich weiß gar nicht, was du hast. Auf dem Meer ist das so schön angenehm. Ja, ja, lach nur über mich. Hm. Hast du einen wunderschönen Sonnenaufgang, den verpasst du jetzt gerade.
kann ja rüber gucken. Wunderschön. Oh, du bist auch, du hast auch manchmal echt keinen Sinn für Schönheit, wa? Oh, wunderschön. Hm. Ah, hui. Hui, ah. Ja, ja. Du bist auch so ein Hui, ah. Ich kümmere mich jetzt wieder um meine Karotten, wenn es in ihm ist. Mach ruhig, mach ruhig. Kümmere dich um deine Karotten. Ich bin bald beim Hafen. Ich verstehe mich wenigstens nicht so wie du, der meine Ängste auslacht. Lach doch nicht deine Ängste aus. Ich lach ihnen ins Gesicht, damit sie abhauen. Darauf wird jetzt wieder nichts gesagt. Ja, ja, okay, ich werde es mir merken. Das verstärkt die Ängste nur. Die haben so ein hohes Ego, die sind dann beleidigt und bleiben dann erst recht. Ach so. Ah, ich kann das Haus schon riechen. Mausi, mach Karotteneintopf. Ja, ich riech schon wieder den Furz, der nach Karotteneintopf riecht. Ja. Ich glaube, ich gehe wieder zurück. Ich wandere wieder aus mit meinem Schiff. Mausi furzt hier nur rum. Ja, bald müsste das ja auftauchen. Jetzt sehe ich schon mal beide Inseln. Nee. Alter, was für riesige Fische manchmal hier sind, ey. Der Wahnsinn. Ach doch, da. Ich wollte gerade sagen, jetzt taucht das jetzt auf. Jetzt wird das geladen. Dann bremsen wir schon mal ein bisschen ab hier. Mausi, ich bin zu Hause. Hey. Irgendwie sieht das cool aus, wenn man jetzt hierher kommt. So. Schön abbremsen. Weiter abbremsen, ich muss zurück. Na komm, 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 komm. Ah, langsam paddel, paddel, paddel. Nehmen wir das Schiffchen noch. In diesem habe ich draus gelernt. Wenn wir es erstmal wieder zum Stillen stehen kriegen hier. Ja, nicht so viel drehen. Ah, das dürfte passen. So. Das dürfte auch weit genug weg sein. Da dürfte auch kein Mob drauf kloppen können. Und ich kann jetzt hier einfach schönartig reinschwimmen in meinen Hafen. Hier gegenlaufen. Am besten noch ersaufen. Ach, das ist ja blöd. Mein Haus doch erstmal laden. Komm hier nicht hoch. Jetzt. Okay, da müssen wir dann nochmal eine Treppe dran machen. Ah, ich bin wieder zu Hause. Was gibt's zu essen? Oh. Hier hat jemand Wege eingezeichnet. Wie cool sieht das denn aus? Oh, das sieht ja mal mega aus. Wann war denn das? Ich sehe nicht. Ja, ich spreche ihm mal einen Dank aus. Das sieht cool aus. Gefällt mir. Hm. So. Da hatte ich auch schon dran überlegt, aber ich habe mir so gedacht, okay, gut, machst du nicht. Und dann ist mir immer was anderes eingefallen. Dann machst du das, dann machst du dies, dann machst du jenes. Ja, ja, ja. So, jetzt gib mir mal meinen Gemütlich-Buff. Ah, Gemütlich 9.
Ruf zum Meckern da draußen. Meckern? Komm ich gleich raus und bring dich um. Okay. Mach den Leuten mal Angst. So, dann wollen wir mal gucken, was haben wir denn jetzt hier so Schönes bei? Rüppelnde Nachbarn kann niemand leiden. Das stimmt. So, dann legen wir hier schon mal in Mausis Wagen wieder ein bisschen Essen rein, was dann rüber zu ihr kann. Haben wir noch irgendwas? Nö. Dann räumen wir hier mal kurz aus. Trophäen hier rein. Augen dort rein. Geld dort rein. Würfel hier rein. Oh, Alter, da sind jetzt aber mal richtig Würfel drin. 15 Würfel haben wir jetzt. Nice. So, Harz hier unten. Holz. Jetzt machen wir es ja sowieso größtenteilig übers Portal. Moment, Knochen, Knochen, Knochen. Da und... Ich glaube, ich habe diese Samen hier da reingepackt. Naja. Gut. Dann können wir einmal nochmal reparieren hier. Dann hängt das Schiff jetzt wieder am Hafen. Katsching, katsching, katsching. Oh, jetzt kann ich schon wieder rüber. Ha! Das ging schnell, wa? Ja. So, dann können wir nochmal was essen hier. Buff haben wir auch. Dann einmal wieder rüber. So. Der Uralte. Ich habe hier immer noch nicht so wirklich eine Idee, wo ich das machen kann. Gut, ich wollte hier jetzt sowieso ein bisschen Bäume abfällen, die hier jetzt sozusagen ein bisschen im Wege stehen könnten. Aber ich weiß nicht so, dass mit dem Stein... Muss halt vorher schon fertig gemacht werden, ne? Nicht zu weit. Baumhaus wäre mir zu unsicher persönlich. Weil ich weiß nicht, was der Boss macht. Wie große AOEs der macht. Ob er AOEs macht. Und ich will es halt auch nicht zu groß haben. Das Haus soll beinhalten ein Portal. Das haben wir jetzt schon hier oben stehen. Dann soll es beinhalten zwei Betten. Einen Schamanen. Na, die wollten mir nur Holz schenken. Eine Mauer drum und vielleicht ein bisschen, ja, zwei Stockwerke wären vielleicht schon nicht verkehrt, so. Was sagst du, Maus? Ja. Sag doch einfach, ich hab dir nicht zugehört. Teilweise. Ich bin dann beim Schaman hängen geblieben und bin dann wieder beim zweiten Stockwerk eingestiegen. Ach so. Alter, wie viele Gegner haben wir denn hier? Ist ja der Wahnsinn. Man, komm mal her, ja. Mein Kolben muss noch eingespielt werden. Das hört sich falsch an. Ja, mein Kolben muss eingespielt werden, Mausi. Der muss geölt werden. Ja, wie gesagt, ich weiß halt nicht, noch nicht so... Du machst da richtig ein Problem draus, weißt du das? Wieso mache ich da ein Problem draus? Ja. Such dir eine Stelle, die dich zum Abspritzen bringt und mach da ein Haus hin. Mich bringt hier keine Stelle zum Abspritzen. Ja, dann such weiter. Ist aber auch nicht zu weit weg ist. Und wenn du keine Stelle findest, dann mach dir eine Stelle. Ist nicht so wie im Real Life, wo man sich deine eigene Frau machen kann. Ich kann mir eine eigene Frau im Real Life machen? Cool. Ja, das habe ich gerade nicht gesagt, aber okay. Aus Knetmasse und ein bisschen organischem Zeug, ne? Ja, ja, cool. Tja, Mausi, ne? Dann mache ich mir mal eine neue, wa? Au. Au. Wieso au? Au. Ja, du hast gesagt, man kann Frauen einfach so machen. Du hast mich doch auch gemacht. Ich hab dich doch nicht gemacht. Ich bin doch nicht dein Papa.
Ja, du hast mich zu dem gemacht, was ich jetzt bin. Also hast du mich gemacht. Ach so, so ein Ding ist das also. Na, mein Erzeuger bist du nicht, nee. Du bist mein Macher. Das hatte ich ja gesagt, Erzeuger. Ah ja. Kapisch? Kapisch. Alter, da kommt die nächste Patrouille. Ja, gut. So, kommt mal her. Ich hoffe, die nerven nachher beim Bossfight nicht so. Das wäre natürlich ein bisschen problematisch. Musst du eine Mauer drum setzen. Ja, deswegen bin ich ja am Überlegen, wie ich das am besten mache, aber am liebsten würde ich ja hier oben hin. Bloß welche Höhe nehmen wir dann dazu? Und dann nehme ich die hier. Machen wir uns ein bisschen größer. Dürfte eigentlich auch weit genug weg sein. Man sieht es aber noch. Ja, es dürfte, glaube ich, schon eher passen. Muss ich jetzt zwar noch ein bisschen was wegräumen, aber das ist nicht so schlimm. Ach, Quatsch. Wir haben jetzt hier auch kein Dungeon oder irgendwas in der Nähe, so wie das aussieht. Das sieht schön ruhig aus hier. So, zerhacken wir dich hier auch nochmal. Was willst du überhaupt von mir? Du auch? Nein? So. Das nehmen wir dann auch nochmal weg. Das heben wir auch nochmal auf. So, und hier muss ich mich jetzt draufstellen und... Lass mal gucken, dass wir hier alles soweit gerade kriegen. Gut, da muss noch was weggemacht werden. Das kriegen wir auch noch weg. Ja, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Dann könnten wir doch hier schon mal anfangen. Wir brauchen erstmal ein davon, damit wir dann erstmal bauen können. Wie bauen wir das Ganze dann auf? Wir brauchen auf jeden Fall zwei für ein Portal. Dann eins und eins fürs Bett. Das heißt, vier groß sollte das mindestens sein. Gut. So, zwei fürs Bett. Jetzt wollen wir erstmal einzeichnen hier. Das hilft so ein bisschen. Ein Feuerchen wäre vielleicht auch nicht verkehrt. Das heißt, wir machen uns hier vorne eine kleine Feuerstelle rein. So, das ist dann die Feuerstelle. Und dann lassen wir das einetagig, wa? So, das hier bleibt dann sowieso frei. Obwohl, da kommen ja dann die anderen Sachen rein.
So, jetzt erstmal hier den Boden rein. Oh, nicht speichern. Wer mag denn schon das Speichern? So. Gut, dann kommt hier... Ach, hallo Mausi. Du möchtest mir beim Einebnen helfen, das ist aber lieb. So. Den kommt er nochmal weg. Kommt er denn hier ran? Ach, ich habe schon wieder nicht mehr genug Holz. So, jetzt müssen wir... Ach, Mausi hat Holz mitgebracht. Dankeschön. Hatte ich jetzt zufällig bei. Ah, passt doch. So, hier muss er wieder raus. Dann kann hier schon mal das Feuer rein. So. Würdest du mal das Portal holen gehen, Mausi? Okay. Dann können wir das hier nämlich gleich mit aufsetzen. Ich suche, aber ich finde es nicht. Na gut, ich kann ja erstmal hier schon mal ein bisschen die Wände reinzimmern. Hoppala. Ja, fehlende Voraussetzung, dann geht's schon los. Wolltest du das Portal nicht holen? Ja, ja. Also, ja, ja, ist ja gut. Wobei, lass uns dann nochmal kurz nochmal durch das Portal gehen. Dann kann ich nochmal hier Mist loswerden und dann bringen wir es danach nochmal mit. Okay. Weil mein Buff läuft auch langsam aus. Was denn? Ich wollte hier nur das bis markieren, dass ich dann das wiederfinde. Ach so. Deshalb bin ich zurückgekommen. Ja. Ja, da kommt ja das Portal rein. So, wenn du Pumbas siehst, Pumbas umbringen. Ich habe kaum Pumba. Okay. Wenn wir Pumbas sehen, dann werden wir sie umbringen. Irgendjemand hat Pumba aufgebraucht. Nee, ich hatte daraus wieder Dörrfleisch gemacht. Ach so. Das ist ja das, was wir sowieso essen. Und ein bisschen Hirsch habe ich noch verarbeitet. Das sieht so weird aus, wenn du da aus dem Portal kommst. Plupp. Plupp. Aber nicht. Gut, aber dann mache ich jetzt das Inventar nochmal kurz leer und wir sehen uns dann in der nächsten Folge mit dem Ausbau da hinten weiter. Also schaltet wieder ein und bis denn. Tschüss.